die Schauspielerin Silvia Seidel. Herzlich willkommen. Danke. Silvia Seidel. Hallo. Ja, Frau Seidel, was der Grand Prix bei Nicole war, das war bei Ihnen Anna. Richtig. Eine sechsteilige Serie zuerst? Genau, sechs Folgen sechs, zu Weihnachtszeit. Zu Weihnachtszeit. Ja. Das war 1987. Richtig. Im ZDF und über Nacht war Anna unser aller Liebling und überall schossen neue Ballettschulen aus dem Boden und so. Das ist unglaublich, oder? Das war ein Hype. Das hat kein Mensch gedacht. Das ist, also selbst heute noch nach 13 Jahren sage ich, was ist da eigentlich passiert? Wieso? Verfolgt Sie das immer noch? Nein, es verfolgt mich nicht mehr. Also nicht im negativen Sinn. Nicht? Nein. Das ist abgeschlossen. Ja, also ich bin auf dem besten Weg dahin, den Rest noch zu verarbeiten. Und bin auch jetzt, glaube ich, in einem Alter, wo ich das mit ganz anderen Augen sehe. Und diese ganze unausgeglichene, komische Zeit in mir drin ist, glaube ich, vorbei. Es hat Sie ein bisschen anders getroffen als Nicole. Nicole hat gesungen von Kindheit an, haben wir schon gehört, wollte das, war auch klar. Sie waren eigentlich Ballettelevin. Ja, ich war in der Ausbildung. Ausbildung für Ballett. Genau. Und da sind Sie entdeckt worden, war, glaube ich, ein Riesen-Casting, nicht? Irgendwie. Ja, ich habe das nachher erst erfahren, dass die Tausende von Mädchen schon seit wie vielen Monaten auch immer in ganz Deutschland sich aus Ballettschulen geholt haben und gecastet haben. Ich wusste ja davon. Und Sie waren gar nicht jetzt sozusagen auf diesem Wege zum Schauspiel, sondern Nein. Sie wollten tanzen. Und auf einmal, das ist ja auch eine andere Situation. Und dann auch dieser unglaubliche Erfolg. Wie hat das Ihr Leben und das der Familie auch beeinflusst und verändert? Also für mich hat es, sage ich immer, sehr viel für mich selbst verändert, weil ich einer der schüchternsten Menschen gewesen bin, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Selbst im Ballettunterricht habe ich die völlig verkehrte Einstellung gehabt, weil ich mich freiwillig immer ganz hinten hingestellt habe und immer nach unten geguckt habe. Und dann war plötzlich das, wo man sich ja völlig geben muss, also vor Reden, Schreien, was auch immer. Und ich habe halt gemerkt, sowas kenne ich nicht. Das habe ich nie zuvor bei irgendwas erlebt, dass ich Ehrgeiz entwickelt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich kann etwas. Ich bin frei. Ich dachte immer, ich stehe neben mir und gucke mir selber zu. Das bist du, das geht. Und es war eine fantastische Zeit im Team und es war wunderschön und ich war sehr, sehr glücklich. Also Wahnsinn. Und es verändert natürlich insofern, weil man in der Öffentlichkeit steht. Das ist die große Veränderung, dass die Leute einen ansehen, dass Leute einen was fragen wollen, dass Leute die Adresse rausfinden, vor der Tür stehen und klingeln. Und dass die Leute sich für ihr Familienleben interessieren, was in Ihrem Fall ja auch nicht unproblematisch war. Viel später dann, ja. Ja, vor allem. Aber schon zu der Zeit, Ihr Vater, der war, glaube ich, früh pensioniert? Mein Vater war, als ich also diesen Erfolg hatte mit Anna, war der sowieso ein Jahr vor der Pensionierung. Aha. War er Beamter? Mein Vater war Klinikbetreuer. Ja, war kurz vor der Pensionierung und hat dann sozusagen ihr Management gemacht, sie betreut. Ist also überall mit ihnen aufgetaucht und die Mutter war nie dabei. Und das ist aufgefallen und niemand wusste, dass sie krank war. Nein. Und darüber haben Sie auch nicht gesprochen? Nein, bewusst nicht. Also ich habe ein wahnsinnig gutes Elternhaus gehabt und mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und als ich plötzlich von heute auf morgen so berühmt war, habe ich, weil ich war, wie gesagt, dann immer noch schüchtern, so was die anderen Sachen angeht, jetzt in irgendeine Show zu gehen oder so. Ich habe zu meinem Vater gesagt, du kommst mit, bitte, bitte, bitte immer. Also ich wollte das. Ja. War nicht ein Vater von der Sorte, der sagt, so. Es war nicht ein Eislauf. Keine Eislaufmutter, kein Eislaufvater, im Gegenteil. Und ich war einfach so vertraut mit meiner Familie und ich habe gesagt, bitte geh mit. Und ich wollte nicht, dass das jemand Fremdes macht. Und man hörte auch so viel schlechte Sachen und das alles so gefährlich ist. Über Manager, ist. Ja. Und deswegen, nicht nur in der Modelbranche. Deswegen haben wir das zusammen gemacht. Sicherlich ist er nicht der absolute Profi gewesen, aber mein Bauch und mein Herz hat sich da wohl gefühlt und das ist mir wichtiger gewesen. Und meine Mutter fing an, krank zu werden, und zwar depressiv, als ich 6 oder 7 war. Und die Krankheit, wenn das jemand kennt, weiß er, von was ich spreche, ist teuflisch. Das fängt ganz, ganz klein an und wird immer, immer schlimmer. Und als ich Anna gedreht habe, wurde es sehr, sehr schlimm. Und dann wurde ich auch noch berühmt, so, und jetzt immer in der Öffentlichkeit und die Mutter nie dabei und immer die Fragerei. Und ich wollte nie sagen, meine Mutter ist depressiv, weil die meisten Leute wissen nicht, was das ist. Ja. Dann heißt es, was ist die, die ist nicht ganz dicht, oh ja, der geht's zu gut und so.
Und außerdem wusste ich ja, dass die Presse dann immer auf sowas nur, und dann schreiben die irgendwas, was gar nicht stimmt und zitieren mich wieder völlig verkehrt. Und deswegen habe ich immer gesagt, ach, die fliegt nicht gern und die mag den Trubel nicht und so. Und manchmal war sie ja auch dabei. Aber das war dann auch immer sehr, sehr schwierig, weil sie dann diese Schübe auch kriegte und ich war irgendwo in der Mitte und wusste genau, ist sie nicht da, ist er am Klo und weint. Und was in unserer Familie da abgelaufen ist, das kann man nicht erklären, also so schnell und so kurz. Das ist eine absolute Extremsituation für alle Beteiligten. Sehr privat. Und es lässt sich leicht dann als Nachbar mit dem Finger zeigen und auch die Presse und so. Das haben die Nachbarn ja dann getan, als ihre Mutter sich das Leben genommen hat, was ja ziemliche Wellen geschlagen hat. Ja. Die Presse hat darüber berichtet und hat natürlich dann vermutet, naja, man hat sie nicht mitgenommen, man hat sie sozusagen vernachlässigt. Und die ist ja auch einfach eigentlich, nicht? Ich habe ja nie was darüber gesagt. Immer nur der Vater und die Mutter wird zu Hause gelassen und irgendwann vor Kummer nimmt sie sich das Leben. Genau, ne? Und als in der Nacht eben die Nachricht kam, dass meine Mutter aus der Klinik abgehauen ist und nach Hause gefahren ist und ihrem Dasein endlich ein Ende gemacht hat und sich selbst erlöst hat, habe ich in der ersten Sekunde natürlich gedacht, gut, ich habe nie darüber geredet. Also das wird jetzt gleich nicht morgen jeder wissen, dass meine Mutter tot ist. Und wenn sie es irgendwann rausfinden und sie mich fragen, werde ich sagen, sie war sehr krank und das war's, ich möchte darüber nicht reden. Nun habe ich keine Ahnung, weil ich habe nie jemanden verloren in meinem Leben vorher und ich wusste nicht, dass es nachts Polizeiberichte gibt und so, wo dann einfach nur eine kleine Notiz steht, Hausfrau H.S. nahm sich mit Tabletten das Leben und irgendein kluger Kopf sitzt da vor seinem Computer und denkt sich, den Namen kenne ich doch. Und ruft bei der Produktion an, weil ich hatte da gerade gedreht und die Frau im Büro ist halt im Stress und hebt ab und er sagt, stimmt das? Und die sagt, ja. Ne? Und dann war es draußen, dass sie das eben gemacht hat und dann... Sie warten ja noch nicht mal ab, ob ich vielleicht erstmal was dazu sagen will oder so. Und dann wird halt sofort in einer Zeitung ein Riesending gemacht und alle schreiben es ab. Und dann gleich in derselben Nacht noch oder einen Tag später, wenn sie wissen, wir sind wieder zu Hause, klingeln sie und erwarten wirklich, dass man die Tür aufmacht und sagt, ach schön, kommen Sie rein, hier ist das Wohnzimmer, da ist die Couch, da hat es gemacht, machen Sie ein paar Fotos und Interview. Dass dann ein Mädchen die Tür aufmacht, die schreit und auf den Fotografen losgeht. Das kann kein Mensch begreifen und dass dann wochenlang geklingelt wird und wir zu Hause wirklich mit Jalousien unten und auf allen Vieren robben, dass man, wenn jemand Sturm klingelt, das ist ein nervlicher Zustand, ja. Das ist unglaublich und dann hört es auf und nach einer halben Stunde rufen sie an und sprechen auf Band, wir wissen ganz genau, dass sie zu Hause sind, wieso gehen sie nicht an die Tür und machen nicht auf. Also, ja, und wie alt waren Sie da, als das alles passiert ist? Das ist jetzt 7, fast 8 Jahre her. Also da waren Sie sehr jung, Anfang 20. Ja. Ist ja auch ziemlich heftig, das, was man da so alles... Ja, also ich meine, die Tat an sich ist für jemanden, der jemand anders sehr liebt, sehr, sehr schlimm. Aber und das Ganze drumherum auch noch, das ist natürlich... Haben Sie das verkraftet? Sind Sie da drüber hinweg? Ja, also ganz, ich meine, ich werde das nie vergessen. Ich werde auch nie aufhören. Das meine ich ja aber, nicht. Aber ich bin ein Mensch, ich kann nicht verdrängen und ich kann auch nicht schlucken. Ich habe immer zu viel geredet. Und ich habe immer gute Freunde gehabt und immer eine tolle Familie. Und ich habe geschrien und geredet ohne Ende. Und das hilft einem sehr zu verarbeiten, weil man weiß, das sind auch Menschen, die sind da. Gut, und man macht halt selber auch mit sich immer wieder jedes Jahr einen neuen Prozess durch. Und wenn man wieder irgendwelche Kisten aufmacht und Fotos zum dritten Mal anguckt, man merkt, aha, jetzt ist es so, jetzt ist es so. Sie haben dann entschieden, Schauspielerin zu werden. Ich sagte ja, das war gar nicht eigentlich Ihr Lebensentwurf. Hat Ihnen das so viel Spaß gemacht? Das hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe halt das erste Mal in meinem Leben dieses Gefühl gehabt, ich traue mich was. Mhm. Und das befriedigt mich 300%. Sie spielen ja auch inzwischen, auch auf dem Theater. Ja. Und wo haben Sie gespielt? In München, glaube ich? Also ich habe sehr viel Tourneen gemacht. Tourneen, genau. Ich habe in München am Max Zur gespielt, ja. In der Komödie im Bayerischen Hof. Da spiele ich auch nächstes Jahr wieder. Mhm. Ein sehr schönes Stück ab 6. Juni. Und im Theaterzelt im Schloss. Und jetzt habe ich in Bad Vilbel das erste Mal Freilicht gespielt. Den Puck im Sommernachtstraum. Oh, schön. Das war das Größte, was ich für mich je gemacht habe. Ganz toll. Auch Freilicht, ein Traum. Und am Fritz-Humont-Theater in Frankfurt. Fernsehen haben Sie auch gemacht, Film auch, aber nicht so viel. Lag das daran, dass die Angebote alle irgendwas mit Ballett zu tun hatten? Ja, natürlich nach diesem Hype. Mhm. Natürlich, dann klingelt das Telefon und jeder bietet was an und das ist ja auch ganz toll. Das ist ja der Vorteil, wenn man berühmt ist, dass es kommt und man muss nicht hingehen. Aber es kam halt nichts Schönes. Mhm. Und ich hatte mir halt damals so jung und naiv, ich war realistisch genug zu wissen, wenn ich den Beruf wirklich will,
und nicht nur 5 Jahre alles abgrasen, sondern auf längere Zeit, dann ist das so nicht in Ordnung. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das ernsthaft machen, richtig machen. Und ich hätte nichts dagegen gehabt, wieder zu tanzen in den Filmen. Nur die Geschichten und die Texte. Und da habe ich sehr, sehr viel abgelehnt, was sicherlich mir viele Leute als Arroganz angerechnet haben, war es aber nicht. Und habe mir halt Sachen rausgesucht, die für mich dann irgendwie interessant waren. Das sind auch Sachen gewesen, die waren jetzt nicht die große Kunst, um Gottes Willen. Aber sie waren für mich toll und schön. Und aber Sie würden auch wieder Fernsehen und Film machen? Habe ich nichts dagegen. Ja, wenn die Rollen entsprechend sind. Genau. Sie leben jetzt allein. Sie haben ja lange bei Ihrem Vater gelebt. Also zuerst bei den Eltern, dann als die Mutter starb, noch beim Vater. Aber Sie sind jetzt, haben jetzt Ihre eigene Wohnung. Und leben Sie allein? Sind Sie ein Single? Ich bin ein Single, ja. So, wie Sie das sagen. Ich bin ein Single. Scheint das sehr bewusst zu sein. Ja. Und Sie kommen damit auch gut klar. Ja, ich meine, jeder, der Single ist, weiß, dass es auch die Tage gibt, wo man sich denkt, bleibt es jetzt so? Aber ich meine, ich bin niemand, der sagt, ich brauche einen Mann, um glücklich zu sein oder so. Also das muss schon passen, dann ist das auch toll. Ja. Aber wenn es nicht passt, und ich bin auch niemand, der sagt, gleich zusammenziehen. Also ich bin schon sehr froh, auch wenn man sich findet, dass man sagt, du behältst mal deins und nicht meins. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie möchten auch keine Kinder. Ist das nur jetzt erst mal oder? Ich weiß nicht, was ich in 2 oder 5 oder 10 Jahren sage. Warum jetzt? Nur ich bin jetzt 31 und ich sage schon seit sehr, sehr langer Zeit, ein Kind ist sowas ganz, ganz Großes für mich. So richtig was Tolles. Und ja, was Kleines. Was Kleines, zuerst was Kleines. Nicole weiß, wovon sie redet. Nee, aber du hast es vorher auch gesagt, eine intakte Familie. Ja. Also ich meine, man kann nichts planen im Leben. Und ich bin auch niemand, der sagt, ich plane und so. Aber ich muss mit mir fertig sein, wirklich fertig sein. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und ich muss auch jemanden finden. Und wir müssen uns eigentlich, wäre es schön, wenn man sich die ersten 5 Jahre mindestens bitte noch liebt, wenn dieses Kind da ist. Also das wäre schon, ja. Ja, ist ja heute schon, ja, man weiß an es der ja Grenze nicht. Des machbar, ne? So wie man eben, so hört. Und man muss es auch wollen. Also ich will dann schon sagen, ich will das Kind. Aber ich glaube, wenn ich das so raushöre, Sie wollen zuerst mit sich selbst völlig im Reinen sein und diese sehr schwierigen Erlebnisse, die Sie so andeutungsweise uns erzählt haben, auch richtig verarbeiten und nicht verdrängen und nicht sozusagen den Rucksack tun, sondern einfach nach vorne verarbeiten. Und auch nicht nur diese Erlebnisse. Ich selbst bin ein Mensch gewesen, der mit sich selber irrsinnig viel Probleme hat, immer schon. Mhm. Und dann kam natürlich dieser Erfolg dazu. Ja, dann ist man in der Öffentlichkeit und ist gleich noch viel mehr beäugt. Mhm. Und dann noch diese schwere Krankheit meiner Mutter all die Jahre, diese Extremsituation in der Familie, dass man nicht, ich habe es auch nicht übers Herz gebracht zu sagen, ich gehe, ich wollte beide nicht allein lassen, dann wollte ich meinen Vater auch nicht allein lassen, lange Zeit wollte ich auch nicht gehen. Und das alles hat es ein bisschen verhindert, dass ich ein bisschen zu mir kam. Ja. Und deswegen. Aber Sie scheinen auf dem Wege zu sein. Ja, und dann kommen sicherlich auch die guten Rollen. Ne? Haben Sie einen Wunsch, so, was wäre eine Traumrolle? Mein Wunsch ist es, so viele verschiedene Rollen wie möglich spielen zu dürfen. Von Shakespeare bis zu einer erwachsenen Anna. Ja. Auch das, warum nicht? Sie haben ja gesagt, Sie würden auch wieder eine Tänzerin spielen. Wir haben immer beim Drehen damals gesagt, unser Running Gag war Anna, blutige Füße, Teil 105. Genau. Herzlichen Dank, Silvia Seidel.